Ja, hi Leute, in diesem Video seht ihr das Review zu dem Digital AV Adapter für das iPad, das iPhone und den iPod Touch. Wie schon erwähnt, seht ihr jetzt das Review zu dem Digital AV Adapter. Er ermöglicht euch das, was ihr auf eurem iPhone 4S oder iPad 2 sieht, auf den Fernseher zu spiegeln. Auf älteren Geräten wird leider nur Videoausgabe unterstützt. Auf jeden Fall könnt ihr hier ein HDMI-Kabel anschließen und hier das Ladekabel. Und hier, das schließt ihr halt an euer Gerät an. Das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Wie gesagt, das iPad 2 und das iPhone 4S können das Bild, also den Homescreen und alles andere auf den Bildschirm spiegeln. Alle anderen Geräte können nur Videos ausgeben. Ich habe jetzt das Apple HDMI-Kabel. Das ist da drüben mit meinem Fernseher angeschlossen. Das stecke ich da jetzt einfach rein. Hier habe ich dann ein Ladekabel, das ist in der Steckdose angeschlossen, kommt auch da rein. Wie ihr seht, keine Probleme. Und ja, das schließen wir jetzt einfach mal an meinem iPhone 4S an. Es hat vibriert, das heißt, es lädt. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier, es lädt. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, was ich am Fernseher sehe. Was ich da sehe, ist der Homescreen. Wenn ich irgendwas mache, wird es live übertragen. Und es ist wirklich eine gute Qualität. Ich kann jetzt hier einfach auch auf YouTube gehen. Und dann irgendein Video von mir auswählen. Mein letztes Video zum Beispiel. Dann seht ihr schwarz und ihr seht Vollbild das Video. In diesem Video habe ich zwei Unboxings für euch. Und ihr hört auch den Ton über die Anlage, wo angeschlossen ist an Fernseher oder halt dann einfach über den Fernseher. Ihr könnt natürlich nicht nur Videos oder so, sondern auch Fotos ausgeben. Hier seht ihr zum Beispiel ein Foto von mir. Und ja, ihr könnt wirklich alles machen. Wenn es ein Spiel gibt, was Bildschirm-Mirroring, also Spiegeln, erlaubt, könnt ihr auch zocken und das iPhone als Controller benutzen. Ich halte das iPhone jetzt einfach mal daneben, damit ihr seht, dass es wirklich live ist. Natürlich funktioniert Siri auch über das angeschlossene HDMI-Kabel. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit dem iPad 2. Ihr seht hier, iPad ist angeschlossen an dem Kabel per HDMI. Es wird auch aufgeladen und wie ihr seht, habe ich das Bild vom iPad 2 an meinem Bildschirm. Ihr seht, wenn ich das iPad daneben halte, funktioniert wirklich super. Und ihr könnt dann natürlich alles machen, was ihr wollt. Wie gesagt, YouTube-Videos anschauen, alles kein Problem. Heute ist iPhone 4S Day, deswegen. Ihr könnt wirklich alles machen. Und wenn ihr ein Spiel habt, wie gesagt, was Bildschirmspiegelung erlaubt, wie in meinem Fall hier Real Racing 2 HD,
könnte das iPad oder das iPhone als Fernbedienung oder Controller benutzen, während ihr das Hauptbild am Fernseher seht. Ihr seht hier zwei verschiedene Bilder. Läuft wirklich flüssig. Da im Bild seht ihr das Auto. Hier habt ihr dann die Menüs. Wenn ich jetzt einfach mal ein Rennen auswähle, seht ihr am Bildschirm das Rennen. Wenn ich aufs iPad tippe, geht's los. Dann sehe ich hier die Strecke und da fährt das Auto. Wenn ich das iPad bewege, lenkt das Auto. Natürlich kann ich Pause drücken und dann wieder aus dem Spiel rausgehen. Das ist wirklich eine tolle Sache, wenn ihr Filme von eurem iPad oder iPhone oder iPod Touch am Fernseher sehen wollt und die nicht auf DVD habt oder sonstiges. Zu dem Ganzen habe ich auch ein Unboxing gemacht, zu dem Adapter und zu dem HDMI-Kabel. Link ist in der Beschreibung, könnt ihr euch auch mal anschauen. Preise sind wie folgt: Der Adapter kostet 39 Euro und das HDMI-Kabel von Apple kostet 19 Euro. Also beides zusammen für 58 Euro. Ist wirklich nicht so teuer und falls es euch wert ist, könnt ihr es ja kaufen. Link ist in der Beschreibung. Und ja, falls ihr sonst noch was über den Adapter wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es versuchen zu beantworten alles. Und ja, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.